Hunderte Menschen aus Haltern und anderen Städten hatten sich am Jahrestag des Absturzes der Germanwings-Maschine vor und in der Sixtuskirche versammelt. Um 10.41 Uhr wurde es auf dem Platz ganz still. Nur das Glockengeläut von St. Sixtus war während der Schweigeminute zu hören. Vor genau einem Jahr war zu dieser Zeit die Germanwings-Maschine mit 149 unschuldigen Opfern, darunter 16 Schülerinnen und Schüler sowie zwei Lehrerinnen des Josef-König-Gymnasiums, in den französischen Alpen abgestürzt. Während der Gedenkminute fassten sich viele Anwesende bei den Händen, darunter auch Schüler der ehemaligen 10. Klasse des Josef-König-Gymnasiums. Im Anschluss an die Schweigeminute fand in der Sixtuskirche ein ökumenischer Gottesdienst statt. Bürgermeister Bodo Klimpe legte an der Gedenkstätte auf dem Kommunalfriedhof Sundern einen Kranz nieder.